Marzipanmonde. MET Walnüssen. Zutaten für ca. 60 Stück. 1 am Vortag für den Mühe bete ich das Mehl auf die Arbeitsfläche sie. Beim und in die Mitte eine Mulde drücken. Den Puderzucker mit der. Für den Mühe bete ich, Zitronenschale, den Vanillemark, einer Prise Salz, den Zimt und den. 150 Gramm Mehl Eigelb in die Vertiefung geben. Die Butter in Stücken am Rand fertig. 50 Gramm Puderzucker legen. Alles mit den Händen rasch zu einem glatten Teig verkneten, zu 1 MSP. Abgeriebene unbehandelte einem Rechteck formen, in Frischhaltefolie wickeln und 2 bis 3 Stunden. Zitronenschale den Kühl stellen, siehe S94. 1 MSP. Vanillemark. Salz 2 den Backofen auf 190 Grad Celsius vorheizen. Den Mühe bete ich nochmals. 1/2 TL Zimtpulver durchkneten, auf der bemehlten Arbeitsfläche 2 bis 3 mm dick ausrollen. 1 Eigelb legen und mit einem Plätzchen ausstechen Monde, 5×21/2 cm, auste. 100 Gramm weiche Buttertschen. Auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen und im Ofen. Auf der mittleren Schiene 7 bis 9 Minuten backen. Herausnehmen und für das Walnussmarzipan, abkühlen lassen. 50 Gramm geröstete Walnüsse. 200 Gramm Marzipanrohmaße 3 für Walnussmarzipan die Walnüsse fein hacken. Die Marzi. 40 Gramm Puderzucker Panrohmaße mit dem Puderzucker und der weichen Butter verkneten. 40 Gramm weiche Butter den Rum dazu geben und alles glatt rühren. Dann die Walnüsse unter 3 EL Rum rühren. Die Marzipanmaße in einen Spritzbeutel mit Lochtülle füllen. Und so auf die Monde spritzen, dass sie in der Mitte dicker sind. Die. Außerdem, Marzipanmasse mit einem Messer kuppelförmig verstreichen. Über. Mehl für die Arbeitsfläche nacht bei kühler Zimmertemperatur trocknen lassen. 400 Gramm Vollmilchkuvertüre. 50 Gramm Zartbitterkuvertüre 4 am nächsten Tag die Kuvertüren getrennt hatten. Jeweils in einer ca. 30 geröstete Walnusshälften Metallschüssel im warmen Wasserbad schmelzen und temperieren. Siehe S97. Die Munde mit der Vollmilchkuvertüre überziehen und aus der dunklen Kuvertüre feine Streifen darauf spritzen. Die Walnusshälften nochmals halbieren und in die Mitte der Munde jeweils 1/4 geröstete Walnuss setzen. Trocknen lassen und in gut verschließbaren Dosen aufbewahren. Rosmarin Herzen. MET Honigcreme Trüffel. Zutaten für ca. 70 Stück. 1 für den Mehl biete ich das Mehl auf die Arbeitsfläche 7 und in die Mitte eine Mulde drücken. Den Puderzucker mit der Zitronenschale. Für den Mehl biete ich, den Vanillemark, einer Prise Salz, den Rosmarin und den Eigelben in 420 Gramm Mehl die Vertiefung geben. Die Butter in Stücken am Rand verteilen. Alles. 150 Gramm Puderzucker mit den Händen rasch zu einem glatten Teig verkneten, zu einem 1 MSP. Abgeriebene unbehandelte Rechteckformen, in Frischhaltefolie wickeln und 2 bis 3 Stunden. Zitronenschale kühlstellen, siehe S94. 1 MSP. Vanillemark. Salz 2 den Backofen auf 180 Grad Celsius vorheizen. Den Mühe bete ich nochmals. 1/2 TL Rosmarinnadeln, geriebelt, durchkneten, portionsweise auf bemehlter Arbeitsfläche 3 mm dick. 2 Eigelb ausrollen und mit einem Herzausstecher, etwa 4 cm, kleine Herzen. 300 Gramm weiche Butter ausstechen. Auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen und im Ofen auf der mittleren Schiene 8 bis 10 Minuten backen. Herausnehmen. Für die Trüffelfüllung, mehlen und abkühlen lassen. 300 Gramm weiße Kuvertüre. 200 Gramm Sahne 3 für die Trüffelfüllung die weiße Kuvertüre hatten. Die Sahne. 50 Gramm Honig aufkochen, den Honig dazu geben und die Kuvertüre darin schmelzen. Lassen. Jeweils 2 Plätzchen mit der ausgekühlten Trüffelfüllung zu. Außerdem,
zusammensetzen und fest werden lassen. Mehl für die Arbeitsfläche. 200 Gramm Zartbitterkonvertere. 4 die Zartbitterkonvertere haben, in einer Metallschüssel Ingwer. Blütenpollen, aus dem Glas, den Wasserbad schmelzen und temperieren, siehe S97. Sobald die Plätzchen fest geworden sind, zur Hälfte in die dunkle Konvertere Teil unbekanntes Zeichen tschen und mit den Blütenpollen bestreuen. Trocknen lassen und in gut verschließbaren Dosen aufbewahren. Lavendelherzen. MET Hohl und der Blutangeli. Für den Rührteig, 220 Gramm weiche Butter, 70 Gramm Puderzucker, Salz 1 MSP. Abgeriebene unbehandelte Zitronenschale 1 MSP. Vanillemark an Ei 250 Gramm Mehl. Außerdem, 100 Gramm Hohl und der Blutangeli oder Aprikosenkonfitüre, 200 Gramm Vollmilchkonvertüre, 2 bis 3 Tropfen Lavendelöl. Den Backofen auf 210 Grad Celsius vorheizen. Für den Rührteig die weiche Butter mit dem Puderzucker, ein Prise Salz, Zitronenschale und Vanillemark leicht schaumig rühren. Das Ei dazugeben und unterrühren. Das Mehl sieben und kurz unterrühren, siehe S97. 2 den Teig in einen Spritzbeutel mit mittlerer Sternhöhe füllen und jeweils 2 Tatzen nebeneinander so auf ein mit Backpapier belegtes Backblech spritzen, dass die Spitzen zueinander laufen und sich so die Form eines Herzens ergibt. 3 die Herzen im Ofen auf der mittleren Schiene 7 bis 10 Minuten backen. Herausnehmen und abkühlen lassen. 4 die Hälfte der Plätzchen mit dem Hohl und der Blütangeli streichen und jeweils mit einem unbestrichenen Herz belegen. 4. 5 die Konvertere haben, in einer Metallschüssel im warmen Wasserbad schmelzen und temperieren, siehe S97. Mit dem Lavendelöl abschmecken. Die Spitzen der Plätzchen in die Konvertere tauchen und fest werden lassen. Die Lavendelherzen in gut verschließbaren du unbekanntes Zeichen sind aufbewahren.